Hallo und herzlich willkommen. Ah, Hilfe! Alle in Deckung werden beschossen! Ach, du Sack bist das. Ha! Ja, gut, okay. Headshot. Ach, was? Und, herzlich willkommen. Ach ja, herzlich willkommen bei Borderlands. Zwei. Genau. Nun gut. Du wirst zu Fuß weiter müssen, Mann. Wahrscheinlich. Alles nur wegen dir. Ja, klar, ich bin immer alles schuld. Sind immer die anderen schuld. Ja, so geht das aber doch nicht. So geht das doch, ja. Also das mit den Kakteen müssen wir uns echt merken. Bullimon! Bullimon! Ah, ist schon tot. Dead. Oh, oben ist noch einer. Bullimon! Hinten ist noch einer. Ich kümmere mich um den links hier. Oh, da sind ganz viele. Dass ich jetzt anfange hier lol zu sagen. Ach so, mein Typ ist das, der das sagt, das habe ich gewusst. Ach so, weil ich das nicht im Bullimon, die kann doch gar nicht reden. Und deswegen dachte ich auch. Was ich ja mache. Verdammte Bereitschaft, es sind zu viele. Wenn mich jemand hört, ich brauche Hilfe. Warte mal, von wem redet er? Oh Gott, Skugs. Oh, nicht so schön. Was ist das denn hier? Ach, das war mein Auto. Ich denke mal, das ist sein altes Auto. Das sieht so ein bisschen aus wie das von der Anfangs, ne? Nur so. Von der Anfangs. Von der Anfangsszene. Mit dem hier, siehst du? Guck mal hier. Das sieht doch fast so aus wie. Der Zug sieht doch fast so aus wie der Psycho. Ah! Ne? Bing! Du hast den Vorspann, ja. Genau. Aber lass mal weitermachen. Wir müssen hier hoch. Wir müssen da hoch. Okay. Ich nehme, glaube ich, die Schrot. Oh, die Löcher, da kommen immer die. Achso, da sind die Bullimons schon rausgekommen. Ne? Da hatte doch der Scarecrow fast gesagt. Der Claptrap, so einen schönen Spruch zu bringen. Er soll der zu Hause bleiben sein, Penner! Das war effektiv, würde ich sagen, oder? Hey, Junge. Kammerjäger. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so wie Action wert bin. Einer dieser Psychos ist mit dem Energiekern abgehauen. Ohne ihn ist Sanctuary wehrlos. Bring den Energiekern nach Sanctuary. Ich werde erst einmal pennen. Weckt mich, wenn ich nicht mehr auf Pandora bin. Oh. Wie sollen wir dich wecken, wenn du nicht mehr auf Pandora bist? Er ist tot. Verdammt, er war einer der ersten, die ich für die Raiders rekrutierte. Und er war ein guter Kerl. Hol mir den Energiekern. Und wenn du schon dabei bist, leg noch ein paar Banditen um für Reese. Er hätte so gewollt. Okay. Hast du einen Gebietswegpunkt? Manchmal kann dein Echo-Gerät nicht die exakte Position von etwas finden, das du suchst. Durchsuch das Gebiet, das mit dem großen grünen Kreis auf deiner Minikarte markiert ist. Dein Ziel befindet sich irgendwo in diesem Gebiet. Das sieht aber auch gut da aus, ne? Also, die Rüstung ist cool. Ist halt von diesen dicken auch Typen da die Rüstung. Ja. Ich würde sagen, dann. Da lang. Jo. Ich folge dir unauffällig. Siehst du, wenn du dich umdrehst, du siehst mich nicht, ne? Du siehst mich. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Ich du siehst mich nicht. Echt? Ja, du siehst mich nicht, siehst du? Ich bin da mal weg. Aber du siehst mich wirklich fast nicht. Da. Der schlägt dir wirklich um sich und so. Macht der auch Schaden oder tanzt der nur rum? Tanzt der nur rum. Das wäre ein stechender Kaktus. Die Kakteen sind irgendwie cool, oder? Ja. Also die Idee ist einfach das geil. Das ist eine geile Sache, ja. Das ist halt so wie diese Explosionsfächer. Fässer. Ja, nur halt in der Natur. Oh, das erinnert mich ein bisschen an das andere, was wir spielen. An die eine Mission von dem anderen, was wir spielen. Die eine Mission? Ja, mit dem Blitz. Ah! Blitze. Ja, Blitze. Naja, das werdet ihr vielleicht dann ja schon wissen, wovon wir jetzt hier reden. Wir wissen es nur nicht, ob ihr es wissen werdet. Die Frage, ob ihr es erkennen werdet. Windbreak Camp. Okay, warte mal. Jetzt gehen wir aber mal intelligent vor. Nomaden, Psycho. Okay, wie geht man intelligent vor? Ich schleiche mich langsam. Fass. Nee, oben ist auch ein Fass. Ne? Ja gut, das Fass. Das Blöde ist, die sind immer genau da, wo halt gerade keiner ist, ne? Die sind da. Warte mal, fangen wir an zu schießen, dann kommen nämlich direkt da aus den Türen sicherlich welche raus, dann kann ich das Fass zerstören. Okay, und? Los. Warte, nicht getroffen. 3, 2, 1, los. Hast du getroffen? Ja, aber es kommt nichts raus. Okay, oben kommt keiner raus, schade. Hätte funktionieren können, durchaus. Gut, dass der so langsam ist.
Der hat gesessen, oder? Keine. Der ist weg. Den fühl ich irgendwie nicht. Diese stachelgepanzerten. Ich sag mal, eine zweite Fernkampfwaffe irgendwie suchen, glaube ich. Ja, momentan sieht's so aus, ne? Mit der Schroti ist halt nicht so wirklich was machbar. Sollen wir einen neuen Sniper einfach suchen? Oh, warte mal. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Ich könnte mal. Ja, genau das wollte ich gerade machen. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Und jetzt schießt das Ding in die falsche Richtung. Hör auf mich zu schießen. Wo sind Gegner? Gegner ist da. So, ich wollte eigentlich mein Geschütz da oben drauf werfen. Hör doch mal auf mich zu schießen. Mein Gott. Ganz schön viele Gegner hier. Ja, ich überlege gerade, ob ich dann mein Geschütz als Unterstützung da brauche. Ich glaube, es geht nicht. Ich treffe nichts vor allem. Mit meinem Sniper. Granate, das hast du gesagt, oder? Mhm. Hat er dir gerade irgendwas Cooles gesagt, der Psycho? Nee. Jack wird Sanctuary zumindest heute nicht zerstören. Geh jetzt zurück zur Stadt. Wir treffen uns da. Willkommen bei den Crimson Risen. Ich werde eingreifen. Oh, der ist mir. Der ist mir gerade genau ins Visier gelaufen, als ich gerade auf jemand anders geschossen habe. Wo immer ich jetzt gerade einen Energiekern habe. Verdammt! Ah! Wow, ich hab von hinten angegriffen. Oh, ich bin gleich down, Okay, ich bin unten. Eine Sekunde, ich leg den Psycho um. Okay, ich bin gleich down. Jetzt bin ich wieder da. Ach nee. Okay, gut. Weg ist er. Meine Eier, Ja, was bitte wolltest du damit sagen? Gar nichts. Was wollte er damit sagen? Ja, ja. Ich habe eine Nachricht bekommen, mir nicht. Ach ja, gut. So heißt das bei dir also. Oh, hinter mir ist einer. Es ist nämlich gerade eben aufgefallen, das ist unglaublich effektiv für Handys und so ist, wenn das Netz auch anmacht, mit dem man Nachrichten empfangen möchte. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass dem so ist. Aber momentan sind wir doch schließlich anderweitig beschäftigt, genau. Deswegen ist auch schön, dass es vibriert. Also, ich meine natürlich, lass es einfach vibrieren. Also, du redest hier ganz schön rein, Tavano. War ein bisschen. Ein bisschen, ja. So, hier ist Pumpgun für Kiste. Dich. Ich hab Muni, glaube ich. Wobei, ich hab keine Sniper-Muni bekommen. Ja, aber gut, Sniper-Muni, also... Zweimal Muni war da nicht, aber nur Pumpgun Muni. Ich habe ein neues. Ich habe Iridium gefunden. Ach, nett. Baus ab. Iridium ist ein begehrter Rohstoff auf Pandora, seit die Kammer geöffnet wurde. Du kannst es verwenden, um dir auf dem Schwarzmarkt Charakter-Upgrades zu kaufen. Habe ich am Anfang dieser Map hier etwas übersehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Also, das liegt einfach überall rum irgendwie und, ja. Was? Oh! Ey, warum schießt ihr direkt auf mich? Das war. Hä, cool! Das hat voll gut funktioniert. Was? Das warst nicht du, oder? Ich hab nichts gemacht, ich bin hier. Cool, dann hab ich den sozusagen aus. Hab ich den direkt geheadshottet und das hat wunderbar funktioniert. Und jetzt hat mich irgendjemand umgelegt und ich weiß nicht, wer das war. Magst du mich bitte? Ich komme ja schon angesprintet. Ich sehe aber. Boah, das ist total dunkel. Da liegt eine Granate vor unserer Nase. Das ist total dunkel. Ja, das ist, weil. Ich mach mal die Rollen ein wenig runter, nicht wahr? Neue Stärke, sehr schön. Deck mich mal kurz. Ich sehe keinen Gegner. Wunderbar. Okay, gut. Wo Gegner? Ich bin auch getroffen worden, wo war der denn? Wo schießt du? Ah, oben, direkt über uns! Geschossen. Deine Mutter, genau. Oh, guck mal, der kennt den Spruch auch. Cool.
Linken um, linken um! Dauert einen Moment. Sehr schön. Alle Messer noch den Arm Psycho rum, ey. Ich mach einfach. Nummer. Von wo? Mann, so wenig Überblick. Krass. Okay, warte, ich glaube, Toni war zu dir hoch. Kann sich nicht mal in Ruhe umschauen, dann will einen einer töten. So, als wollten wir die nicht töten. So. Schroti, Schroti. Okay, warte mal, ich glaube, ich loote mal alles, ne? Ich habe auch erstmal oben genug ein bisschen gelootet. Boah, dieser Begriff looten, ey, den kann ich früher gar nicht voll ergehen oder so. Voll schlimm eigentlich. Boah, voll der Nerd. Für Nerd, ey. Total. Hier ist Dingensmoni. Hier ist Sniper-Muni. Ich hab den Nomaden gerade mit 2 Schuss gekillt. Hier ist Sniper-Muni, ne? Wo? Hier. Hier oben auf der Plattform. Fuck it. Soll ich dir mal helfen gehen? Ich hatte gerade ziemlich viel Blut auf dem Bildschirm. Weil der Psycho sich in die Luft gesprengt hat. Oh, wie schön. Selbstmord-Psychos. Also da, wo ich herkomme, ne? Da hinten, da oben rechts drauf. Und so. Hier oben rechts drauf. Ah, da ist noch ein bisschen Geld übersehen. Ah, sehr schön. Ein was? Ein stärkeres Schild. Das lohnt sich aber, glaube ich, nicht. Wo wird denn hier jetzt so Baller? Siehst du noch irgendwas? Ehrlich gesagt sehe ich. Ich glaube, unter mir ist was. Solange uns nicht trifft, ist es eigentlich egal. Es nervt nur ein bisschen. Ach, da steht er. Warte. Ich hab ihn. Durchgeknallter Marodeur. Down. Doch, ja, wo ist der andere? Hey Jungs, ihr müsst uns schon treffen, ne? Erledigt. Gut. Och nee. Du hast immer noch nicht. Ah, der ist oben. Ah, der ist oben. Okay. Okay, der ist in Deckung gesprungen. Und nochmal also im Nahkampf erledigt. Hin, dann, ja, aber hinten müsste noch einer sein. Boah, das ist so unübersichtlich. Oh, warte, ich komm zu dir. Ich erledige schön. Okay, gut. Mit neuer Stärke, ja, Herausforderung. Badass Rang 1. Ah, schon wieder ein Typ. Unsichtbar. Phantom inmitten der Schlacht. Bald schlag ich. Klingt cool, ne? Was? Was, wie wo? Ich bin damit nicht erledigen können. Wahrscheinlich, weil er Schutzschild dran hatte. Wo ist er denn? Ah, da. Fürs Medikit. Wunderbar. Ich mache hier rechts gerade auch mal den Rollo etwas runter, ja? Wunderbärchen oder Klärchen, ja, mach das mal. Ich suche mal ein bisschen hier Zeugs. Xenix. Xenix? Okay. Ja, genau. Du ziehst an dem Plastikzeug. Genau. Moderne Technik und so. Ich habe mal was richtig krasses an, glaube ich, gefunden. Ja. Guck mal. Inflammable Fire Spike Shield. Wow. Kapazität 304. Ladegeschwindigkeit 28. Ladeverzögerung 5,6. Spike Schaden 196. Fügt Nahkampfangreifern Feuer Spike Schaden zu. Chance beim Feind Feuerschaden zu verursachen. Gewährt Immunität gegen Feuerschaden. Okay, ich würde sagen, das ist ziemlich geil. Das sollte ich aber lieber anlegen, weil ich nach vorne gehe, oder? Hat aber den Nahkämpfer. Hä? Huh? Wirst du geschlagen, ist die Frage. Ja. Ah, okay. Das ist wirklich sinnvoller. Ja, ich prügel mich ja mit denen. Ich ja auch die ganze Zeit gerade. Ja, okay, ich laufe ja, also das Problem ist, wir sind beide nicht Level 11. Ah, wir können es nicht anlegen. Mhm. Ja, dann nimmst du einfach mit, dann können wir es ja später noch anlegen. Vielleicht finden wir bis dann noch ein schönes. Ah, das ist übrigens, kann ich mir mal erklären, das sieht man, Farbe hier, grün, 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 weiß. Interessant, normalerweise müsste das irgendeine besondere Farbe haben, weiß, was besonderes ist. Okay. Ist hier irgendwo noch was anderes? Das hast du hier hinten noch gefunden? Richtig gemütlich hier. Munition, ne? Für mich. Wir haben die Viecher erledigt, wir haben den Energiekern. Wir können gleich zurück, ne? Ja. Oder? Hier oben nur umgucken, hier. Das Autoschen hatte ich ja auch schon. Hier sind noch Schränkchen. Ah, ich habe noch, glaube ich, noch ein Stück gefunden. Ja. Nur zu schnell aufgehoben, deswegen nicht gesehen, was es ist. Guck ich mal gerade, was habe ich gefunden? An den Granaten-Dingsbums. Verursacht 87 Stromschlagschaden pro Sekunde. Ja.
Und eine Standardexplosion macht relativ viel Schaden, aber auch für Level 11. Okay. Kann es sein, dass wir in einem Gebiet sind, wo wir... Aber Level 8 ist eigentlich normal für hier. Sind meine anderen Charaktere auch alle gewesen. Am Anfang dieser Map. Wobei, wir sind ja auch gerade eben erst 8 geworden, oder? Ja. Das kann ein bisschen hart werden vielleicht. Also hier ist ein Schild, was dich eventuell interessieren könnte. Wo bist du? Ja. Okay, hier unten. Also wir machen jetzt immer so ein bisschen Looterei nach überwundenen. Hast du mitgenommen, aber brauchst nicht. Ich würde sagen, wir dann zurück, oder? Wo müssen wir denn? Nach da oben. Also zurück zu unseren Autochens, würde ich sagen, oder? Zurück zu unseren Autochens, ja. Dann gehen wir zurück zu unseren Autochens, ne? Ich springe aber herunter. Du springst auch herunter. Okay, weiß, ich will richtig tief springen. Ich will eher Treppen nehmen, oder? Das klingt echt gut, ne? Ja. Jetzt hör mal auf, ist ja grauenhaft. Mach du mal. Ich hab eine etwas höhere Stimme, oder? Keine roboterverzerrte Stimme. Ja. Ja, du hast aber noch eine tiefere Stimme. Stimmt in Wirklichkeit eigentlich gar nicht. Ich hab die tiefere Stimme. Was meinst du? Ja, das meine ich. Die kleinen Kinder, ja? Die kleinen Kinder, ja. Bullimong! Okay, gut, okay. Der stand im Weg, sorry. Hätten wir ja links fahren können, ich weiß es nicht. Ich fahre mal lieber die Straße lang. Ich glaube, da passen wir nicht richtig durch. Ich fahre die Straße lang. Des Widerstands. Pandora, wie ihr es kanntet, das Chaos, die Banditen, gibt es nicht mehr. Wenn ihr es zulasst, wird dies eine Ära der Ordnung sein, des Friedens. Ergebt euch einfach und ich verspreche euch, euer Tod wird schnell sein. Ja, ich weiß nicht, das ist echt... Hat dir meine Rede gefallen? Im letzten Teil habe ich nichts gelogen. Ich werde viel Zeit damit verbringen, euch Banditenabschaum zu Tode zu quälen. Und ich werde jede Sekunde genießen, denn ich sollte nicht zu viel verraten. Ich habe ein kleines Geheimnis, das du nicht hören musst. Das würde mich noch verwirren. Ciao. Ich kann das nur immer wieder erwähnen, was für ein charmanter Zeitgenosse der Lieder ist. Liebe Jack, ja. Wir wollten eigentlich hier um die Ecke weiterfahren, das weißt du, oder? Was? Ja, dann fahren wir voraus. Ich dachte mir gerade, das mit dem Bulli machst, das Bett hast du mit abgezogen. Ey, aber Bulli mag sowieso andauernd, deswegen, naja, gut, okay. Oh, ich hab ihn geschossen. Wir haben mal randommäßig, naja. Wir haben ja auch letztes Mal abgeknallt hier. Ja, willkommen in mein neue. Der ganze Planet gegen uns. Sorry. Wie gerade der liebe Herr Rice schon sagte, der Captain Rice oder wie er hieß, bringt mich weg von diesem Planeten. Ja. Ich treffe die Viecher nicht mit dem normalen MG unten. Ich gehe mal in die Gegensprechanlage, ja? Tu das mal. Entschuldigung, wir räumen hier gerade auf, wir metzeln hier gerade alle nieder. Wollen Sie uns bitte reinlassen? Ja? Roland, bist du das? Ach, der Kammerjäger. Komm rein, schnell. Rolands Echo-Kommunikator ist hin. Wir brauchen deine Hilfe. Aber klar doch. Warte mal. Nee. Ach so. Ah, mit den Dingern, okay. Ja, kann man mit den Dingern. Ja, wunderbar. Dann machen wir doch jetzt gleich mal einen Cut, oder? Nein. Dann... Eins. Ja, können wir machen. Ja, wunderbar. Dann. Gut. Ich hoffe, jetzt passiert nichts Spannendes sofort. So auf Schlag, so richtig so halt, so bam, so. So bam's halt, wie er schon sagte. Geiles Sniper mit der riesen Klinge. Ja, sieht aus wie, egal. Also, das gucken wir dann einfach nächstes Mal. Gut, liebe Freunde. Hast es nach Banditen-City geschafft, was? Ausgezeichnet. Toll, dass ich ein vertrautes Gesicht sehen werde, wenn ich das Drecksnest in Schutt und Asche lege. Oh, und ich habe mich entschieden, dir mein Geheimnis später zu verraten, wenn du es verdient hast. So, und jetzt machen wir einen Cut und dann marschieren wir nächstes Mal ins Sanctuary ein. Bis dann. Ciao.